So, jetzt geht's wieder weiter mit Horizon Zero Dawn. Wir, oder ich, bemerkt, möchte auch die Sachen einsammeln. Weil manchmal sind die echt schöne Sachen dabei, so wie die Paramarama. Die fand ich echt schön. Und somit will ich hier jetzt auch alles einsammeln. Egal, ob es Tassen sind oder Gefäße. Und, ja. Uns wird es ja von der Karte vorgezeichnet. Vorgegeben. Ich habe 3 Sonnen. Jetzt werden sie mich in die Jägerloge lassen. Tja, mal sehen, wie das wird. Irgendwo unter uns. Dem entgeht nicht viel. Wir sind doch hier. Das sind nur so ein alter Trommler. Trommel. Ah. Wieso ist es aktiv? Okay. Ich glaube, ich hab's gefunden. Yep, altes Gefäß. Bogen. So. Parama. Langhals haben wir. Haben wir fertig. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ah!
Wie kommen wir hier hoch? Da müssen wir von außen wieder rein. Da ist ein Durchgang. Hier kamen wir ja hoch. Ich glaube, hier sind wir auch richtig. Nein. Ach hier. Oh, es ist so dunkel manchmal. So, und hopp. Noch mehr Geschichten. Achso. Apokaschitz Dom Tuatag 4. Kaum zu glauben, dass Metallurgy International hier sein Hauptquartier hatte. Dieser tristen alten Ziggurat. Wyatts Büro war im zweithöchsten Stock. Wenn M-Int eine Regel gegen Romanzen am Arbeitsplatz gehabt hätte, er hätte sie verfasst. Das sieht irgendwie schön aus. So, haben wir das fertig? Dann hier hoch. Abseilen. Und dann. Willi? Also das Gespräch. Fies. Und ich dachte, wir haben Glück. Und finden um eine Spule oder so für unsere Waffe. Und dann ist es einfach. Das hält sich. Ja. Dann ist es einfach. Wir müssen da lang. Und dann ist es einfach die Tasse, die wir gesucht haben oder suchen wollten. Wie kommen wir hier hoch?
ganzen Weg. Aber ich glaube, der Weg ist nicht für uns. Jetzt muss ich kämpfen. Nee, brauchst du nicht. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. So. Ah, Sprengfalle, hast du, okay. Das war also eine Sprengfalle. Wir müssen da lang gehen. Dieser Ort kann nicht betreten werden. Oh, Alpha-Wand oder was?
Ich glaube, die ist hier nicht oben nicht. Ich glaube, die ist irgendwo in der Höhle. Na, oder? Du bist ein Rätsel, das noch auf ein... Alter. Unbekannte Machtart. Spule. Darmergenese. Funktion war. Und den Dienarten. Entfaltet in Schmetterlingflügel. So, dann auf zum nächsten. Und wenn ich nicht hoch? Okay, sieht irgendwie sehr weit oben aus. Ich weiß wirklich nicht, ob ich alles so was mache. Also, ob ich wirklich es einhalte, was ich gesagt habe, ich sammle alle ein. Aber es kann auch sein, ihr habt auch keinen Bock mehr dann. Ja. Ich glaube, es gibt einen viel einfachen Weg. Hä? Ich bin doch hier vielleicht richtig. Upp. Ja. Noch eine Banuk-Figur. Noch eine, das ist unsere erste, Mädchen. Banuk. Während eines Monats meines Exils zu Jahren werden, denke ich oft darüber nach. Was mich davon abhielt, Ansprüche auf dich zu erheben. Eine solche Forderung hätte ich nur mit Blut geantwortet werden können. Mit dem Tod von Siegnack, unserem Häuptling, oder meinen. Es stimmt, dass ich diesen Kampf fürchte und seine Stärke, aber nicht so wie seine Folgen. Die Augen von Lili, deiner Mutter, abwesend und tot, wenn sie den Leichnam ihres Partners erblicken würde, das hätte ich nicht ertragen. Und so schwieg ich mit voller Scham. Aber das Schicksal ist kalt und grausam und deinen Ängsten wurden ohne meines Zutun wahr. Ich male mein Zeichen voller Trauer und hinterließ dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Tja. Ah ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Okay.
Du Trinkel. Wildschwein. Fuchs. Wildschwein. Ah, Wächter. Hm. Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. Ja, knochiges Fleisch. So. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Was bist du für eins? Du bist einfach nur ein Felsen. Ich habe mehr eigentlich gedacht, das wäre so ein Bunker-Eingang. Ja, vielleicht hier? Auch nichts. So, jetzt sind wir hier beim Weg. Oh, ein Waschbär. Truthahn brauche ich nicht.
Ich versuche jetzt einfach mal da in der Mitte zu gehen. Vielleicht sehe ich irgendwas, wo ich hin muss. Das sieht so nur unten aus. Das einzige unten. Jedes Panorama erzählt eine Geschichte. Apokalypse-Sturm Tour Tag 3. Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe. Ich und dieser Junge, ich glaube, er hieß Star. Das war meine erste Verhaftung. Ein großartiger Tag für die Matti-Familie. Was für ein verkorkstes Kind ich war. Ja. Woher soll man... Wird es draußen hell sein? Woher soll man wissen, dass das da ist und nicht da? Wo wollten wir jetzt hin? Wieso ist das Lagerfeuer nicht an? Händler, Lagerfeuer, Läufer. Händler. So. Lol, habe ich meinen Läufer nicht mehr? Tolle Wurst. Dann laufen wir ja. So. Medizin ist wieder auf voll. Oh, so lange gesucht wegen so ein Panorama. Aber warum haben wir das Lagerfeuer nicht angemacht? Dann gehen wir so rum. Ja, jetzt haben wir das Lagerfeuer entdeckt. Und jetzt wollen wir noch hier. Rache. Jetzt ist die Frage, was war die Nebenquest? Das war die Nebenquest. 15, 12. Da lang. Können wir wenigstens schon irgendwas wiederherstellen? Hör mal. What? What? Es liegt wirklich jetzt am Holz? Okay. Es liegt wirklich am Holz. Ich habe extra kein Holz mehr eingesammelt, weil wir einfach über in zwei Stacks haben.
Das brauche ich vielleicht noch. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Halt, halt, halt. Nützlich für eine alte Rezeptur. Ja. Nein. Ich bin gleich da. Da kann ich jetzt wenigstens. Jetzt zwei Nebenquests. Nee, bin noch nicht. Ich kann es noch schaffen. Hallo, Mutterkrone. Ich bin da. Wer noch? Sie sind überall. Was? Das muss Mutterkrone sein. Na, nicht so wirklich. Müsste hier irgendwo sein. So, aber ich würde sagen, wir speichern hier ab und dann gucken wir in Mutterkrone. 3 Ausrufezeichen, 2 Quests haben wir hier. Und ja, also ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir haben es geschafft, alle Dinger einzusammeln und jetzt sind wir bei Mutterkrone. Also, morgen wird Mutterkrone abgerissen. Also, beschmuggeln. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Tag geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch. Lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao, ciao.